Was halten Sie von der Demo hier? Eine Schande. Eine Schande. Mehr kann ich nicht sagen. Sowas darf man sagen? Nee. Nein, ich meine, Sie dürfen das sagen, was Sie gerade gesagt haben. Dass man sowas sagen darf in Deutschland, ist eine Schande. Dankeschön. Und Sie? Furchtbar. Was halten Sie von dieser Demo? Wir möchten zu Hause demonstrieren und nicht hier in Deutschland. Zionisten sind die Täter! Was halten Sie von dieser Veranstaltung hier auf dem Kudamm? Das finde ich sehr gut, weil wirklich, was da in Israel läuft, ist wirklich ja, sehr verlässlich. Und finden Sie es richtig, dass das hier in Deutschland stattfindet, diese Demo? Ja, genau, warum nicht? Weil der Netanyahu war gerade hier und da war kein Protest gegen ihn. Und das finde ich ein bisschen unfair. Also, ich komme aus der ehemaligen DDR, habe 1989 friedlich die Mauer am Palast der Republik, am Berliner Dom, Brandenburger Tor mit weggemeißelt. Wir haben alles gewaltlos gemacht und ohne Lügen und ohne Feindbild, einfach nach dem Neuen Testament, Bergpredigt Jesu, Gandhi, Martin Luther King, gewaltlos. Hätten wir Gewalt angewendet wie diese, immer zu Gewalt aufrufen, oder wie in Palästina oder wie in Jemen, überall in den islamischen Ländern, hier wäre hier 1989 der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. Denn es gab nirgendwo so viele Waffen wie am Rande von Ostberlin oder die russischen Sowjetarmeen und alles. Und jetzt bin ich als Streetworker tätig seit 1990 und die größten Probleme haben wir mit Araber-Jugendlichen und Türken-Jugendlichen. Und sie lassen sich nichts sagen. Sie tun so und so, als gehört ihnen hier alles. Und ich habe schon zweimal ein Messer vorm Bauch gehabt. In meinem eigenen Land, der ich friedlich die Mauer mit weggemeißelt habe. Wer hat hier eigentlich noch das Sagen? Und die Politiker, den versuche ich mitzunehmen. Den Michael Müller hatte ich nach 2,5 Jahren Wartezeit mit am Cottbuser Tor, damit die Politiker endlich mal mitkriegen, was in der Realität wirklich los ist. Weil ich möchte Sie an dieser Stelle mal kurz unterbrechen. Sie hatten eben einen Disput mit einer jungen Muslima. Was hat die Ihnen gesagt? Die ist ganz naiv. Die drehen immer alles rum. Die drehen immer alles rum, dass sie friedlich werden. Das stimmt doch gar nicht. Die Realität ist ganz anders. Die kommen dann immer an. Und wenn ich was Kritisches sage, wird alles immer gleich rumgedreht. Das kenne ich auch bei Imam. Das sind die Amerikaner und das sind die anderen. Aber sie haben eine Schuldverweigerungskultur, sagt man in der Psychologie. Wenn sie etwas... Deutsche haben eine Schuldübernahmekultur. Wir sind immer die Bösen und sie sind immer die Guten. Sie haben immer Recht. Und mit welchem Recht, sage ich immer, habe ich ja auch gesagt, wie kann man bloß, wenn man an Gott glaubt, einen anderen Menschen töten. Gott hat jeden Menschen geschaffen, auch einen Juden. Angenommen, ich sei jetzt eine Israelin und ich würde mich mit euch unterhalten wollen oder mit Ihnen. Ja. Was würden Sie mir sagen wollen? Wer will antworten? Als einzelne Person. Also Sie als Israelin habe ich ja kein Problem. Ich bin jetzt eine Israelin und ich sag jetzt, was wollen Sie mir sagen? Ich habe mit Ihnen kein Problem. Ich habe mit der israelischen Politik ein Problem. Aha. Mit der Besatzungspolitik, mit der Mörderpolitik, mit den das Freilicht, wie heißt das, Gefängnis in Gaza.
Sanktionen, das geht ja nicht. Und wir sind im 21. Jahrhundert und die haben nichts aus von 1933 nichts gelernt. Und das wiederholt sich jetzt immer und immer wieder und immer wieder und die Leute schweigen alle. Und wir sind alle hier, um unser Wort zu erheben und sagen, das machen wir nicht mit. Warum machen Sie das hier und nicht in Palästina? Dürfen wir nach Palästina? Weiß ich nicht. Ich nehme garantiert nicht. Auch sind ja einige, sind ja noch da, ne? Ja, aber ich nicht. Ja, ich bin selbst mit dem deutschen Pass, komme ich da nicht hin. Ja, wenn ich sage, ich bin libanesischer Abstammung, habe ich keine Chance, nach Palästina zu kommen. Also mit einzelnen Israelis haben Sie kein Problem, sondern... Wir haben auch mit dem Judentum kein Problem. Wir haben mit der israelischen Politik ein Problem. Das, was sie passiert, was sie da machen, das ist ja ein Kreislauf. Die mischen sich im Libanon ein, sind viele Libanesen hergekommen. Die mischen sich in Syrien ein, die Syrer kommen her. Die mischen sich in Palästina ein und das Problem, das wird ja nur versetzt. Also es geht ja von Palästina weg. So, die wurden damals nach dem Krieg aufgenommen, mal freiwillig oder unfreiwillig. Und dann haben sie ihre Kriegspolitik durchgesetzt, die Macht des Stärkeren. Und damit kommen sie ja durch. Würden Sie mit einem Israeli abends essen gehen? Warum nicht? Super Antwort, danke. Bitte.